Ein freundliches Grüß Gott von eurem Andi. Ja, man sieht's. Es geht weiter. Es geht weiter mit Mario Galaxy. Der blöde Tod hat nichts für mich. Gemeinheit, keine Leben. Ja gut, nee, ich habe mich dazu durchgerungen. Ich habe es mir lange Zeit überlegt, was zu tun ist, wie es jetzt weitergeht. Und ja, am Ende will ich dann doch es so haben, dass es ziemlich komplett ist. Und ja, würde man sagen, dann legen wir mal direkt los in der ersten Kuppel. Ja, Anflug auf lila Komet. 100 Münzen sammeln bedeutet das. Ich gehe jetzt Kuppel für Kuppel durch und mache das da so zu Ende. So. Also, 59 Sterne sind es noch, bis wir die 120 komplett haben. Die lila Münzen im Eiersternhaufen, das. Oh, das sieht gut verteilt aus. Das ist im Endeffekt das erste Level. Ja. Mehr oder weniger. Und dass ich auch wirklich alle gesammelt habe. Bevor ich den Planeten wahrscheinlich verlasse, weil... Oh. Ja, weil halt. Sitzt sie nachher fest. Okay, da hat es bloß ein Ding. Ja, wobei, ich glaube, der Weg scheint mir doch ziemlich vorgegeben zu sein. Mutig ich jetzt mal. Ich hoffe es. Nee, machen wir nicht. Gehen wir weiter. Jetzt auch welche. Ja, wo wir wieder beim Spielstrecken gewesen sind. Ich meine, es gibt schönere Sachen wie diesen Kometen hier, wie ich finde. Das war mein Handy, wenn man das gehört hat. Das eigentlich nicht so laut sein sollte. Gut, weiter geht's. Da müssen wir alle haben. Nächster Planet. Ach, da werde ich auch unterwegs noch nichts zusammen. Ah, lassen wir es wieder durchgehen. Zack. Und weiter geht's. Die Hälfte haben wir schon. Ja, scheint sonst auch nichts mehr zu haben. Was jetzt denn? Auch nur Stammteile. Wobei Stammteile müssen wir ja auch sammeln. Können wir ja nicht alle Gourmet-Lumas nachher machen. Und weiter. Wieder durchrauschen. Wobei, jetzt sind wir beim ersten wieder. Und mir fehlen noch 30 Münzen. Irgendwie unschön. Okay, dann. Fliegen wir hier mal weiter. Zack. Ah, genau, hier außen rum hat es auch noch Münzen. So wie da hinten wahrscheinlich auch. Jetzt lass ich mal gucken. So, hier. Hier nehmen wir jetzt auch mal die Abzweigung. Und ich habe zu früh geschüttelt. Ja. Wenn man zu früh schüttelt, ist auch nichts. Geht's wirklich bloß darum, diese extra Routen zu nehmen, damit ich die letzten blöden Münzen noch krieg. Und ja. Felsen aus dem Weg gehen, tut auch gut. Geduld, Geduld, Geduld. Und jetzt. War wieder fast zu früh. Zack, 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 zack. 10 Stück noch. Nur die Frage, wo müssen wir die nächste Abzweigung nehmen? Ich hab mir auf. Ich glaube, ich habe nicht so genau aufgepasst. Ich glaube, das war falsch, oder? Wie sind die nochmal? Ah, nur am Fliegen hier. Hier. Oder? Ja, genau.
Zack, zack, zack. Da ist der Stern. Nur wahrscheinlich auf einem komplett anderen Planeten jetzt. Ah, ja. Wo ist der Weg hin? Wo ist der Weg hin? Da will ich drauf. Da will ich drauf. Genau, genau. Ich glaube, das ist er, oder? Oder? Nee, so nicht. Ja. Hier bin ich aber richtig. Und damit ist Stern Nummer 62 gesichert. Wunderbar. Gut, was sind immer noch im ersten Video, sehe ich gerade. Ja, was hat mich jetzt dazu bewegt? Also, das hier weiterzumachen, das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass ich es doch möglichst komplett haben will. So jetzt einfach nach 60 Stunden aufzuhören, ist ein bisschen blöd, weil man hat ja eigentlich noch nicht alles vom Spiel gesehen. Wobei komplett werde ich es, wie ich es auch schon mal gesagt habe, nicht durchspielen, also keine 100%. Weil es wiederholt sich ja alles, wenn man nochmal mit Luigi das durchspielen kann. Was auch ein Grund ist, ist, dass ich eigentlich einen ziemlich nahtlosen Übergang machen möchte. Und zwar hier von Mario Galaxy zu dem neuen Super Mario 3D World für Wii U. Das kommt am 25. November, glaube ich. 25, 27. November. Auf jeden Fall letzte Novemberwoche kommt das raus. Und ja, bildet sozusagen den Anschluss. Das hier war das erste 3D Mario für die Wii. Anschließend kommt das erste 3D Mario für die Wii U. Und soll, wie gesagt, eben den perfekten Anschluss bilden. Jetzt müsste ich da hoch. Jetzt müsste ich da hoch. Jetzt muss ich erstmal wieder diese blöde eine Röhre finden, genau. Übrigens, das Level heißt Otakönigs UFO Armee Armada. Armee Armada. Irgendwas in der Art. Und ist, glaube ich, sogar schon der letzte Stern hier. So, jetzt erstmal die Noten einsammeln. Andi ist zu blöd, Andi ist zu blöd. Und packt's trotzdem. Ha, Genie. Komm, extra Leben, zack. Weiter geht's. Ich will mich jetzt auch nicht mehr zu lange mit manchen Sachen aufhalten, weil das meiste kennen wir ja schon. Mario, danke. Dafür verrate ich dir gern unseren geheimen Trick. Diese dornigen Dinger. Tschüss. Diese dornigen Dinger, denen du dich nähern kannst, schleudere eine Kokosnuss mit deiner Drehattacke auf sie. Ja. Man hat es vielleicht gemerkt. Ein paar Minuten gerade nichts. Ist einfach, wie es ist, ja. Ja, nee, jetzt zurück zum Thema. Wie war das? Ich muss die Kokosnüsse auf die Pflanzen werfen. Wenn Mario die nicht davon kickt. Ah! Sternchen. Ach komm. Wir zerstören ja alles, wir machen ja alles platt. Riesiger, großer Gegner. Was willst du? Ach so, halt, nee, Kokosnuss. Ja, Kokosnuss. Haben wir doch schließlich gerade vom Tod gelernt. Ja, dann machen wir ihn platt und... Haja. Muss ja auch Herausforderungen geben. Nö, ich glaube, ich bleib hier erstmal noch. Könnte ich theoretisch gleich weiter, aber es hat jetzt bestimmt ein Power-Stern. Aber 100 Pro.
wenn ich den krieg, dann... Ja, geht's ab. Ja, ihr blöden Goombas da, ihr... Ganz schnell raus, weil dann kann ich noch die... Kettenhunde platt machen. Komm her, komm her. Ja. Was habe ich davon? Eigentlich nichts. Nur Sternteile. Gemeinheit. Da habe ich mich heldenhaft eingesetzt. Und nur das, das... Was ist hier? Das sieht nach Abgrund aus, oder? Ich will es lieber nicht ausprobieren. Wo geht's denn hier? Oh, wow, Kettenhund. Da oben geht's weiter. Ich müsste jetzt nur irgendwie da drüber kommen und... ja... Ah, hier. Man muss nur den Eingang finden. Oh. Ich habe das Ding gerade gar nicht gesehen. Auch weg. Und. Und. Was hat's denn eigentlich? Hat's nur eine normale Kanone? Ist es nicht so eine Kanone, wo zuletzt so ein... wie war's nochmal? Der Pumpen-Maulwurf-Soldat drin saß? Irgendwie ist da jetzt gar nichts drin und der hat ja nur... Na gut. Dann schieße ich mich mal weg. Oh, cool. Ein Schiff. Und haben die das aus dem zweiten... Aus dem zweiten Endgegner-Bosskampf kopiert, oder? So, einer tot. Zwei tot. Ich glücklich, die nicht. Hier müsste doch sonst noch was haben. Oh, da ist noch ein Tod. Super, nun eile weiter. Ja. Und du? Willst du nicht mit, mein kleiner Freund? Da gibt's bestimmt viele Süßigkeiten. Schisser. Ja. Ja. Was ist hier? Ja, Power-Up. Das sieht mir doch stark nach dem Endgegner aus, was eigentlich auch schon der Titel des Levels hier vorausgesagt hat. Na komm mal. Nicht hängen bleiben, immer weitermachen. So, zack. Mal auf irgendeiner Insel oder was? Von hier ab ist es ganz schön gefährlich. Wenn du in der Klemme steckst, schieße Sternteile auf diese Lichter zu deinen Füßen. Dann erscheinen Münzen, mit denen du deine Lebenskraft auffüllen kannst. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Ja, man muss auch dazu sagen, das weiß ich jetzt hier wiederhole, ist ja schon was Altbekanntes, genauso wie der Gegner hier. Könnt ihr euch erinnern? Der vorletzte große Endboss. Hui. Nur bei dem anderen war es eben entsprechend schwierig, weil man da eben solche versinkbaren Plattformen hatte. Hier ist es jetzt eher einfach, weil ich ja hier schön außen bequem am Rand stehen kann. Und dadurch, man sieht, es ist jetzt nicht so extrem schwierig. Wenn nur die blauen Dinger nicht wären. Und dann ist er eben auch relativ schnell besiegt. Tja. Wunderbar. Nächster Stern. Die 63. Glaube ich. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Hoffe ich. Ja, genau. Ota Königs UFO Armada erledigt und die Galaxie ist komplett. Als die erste Galaxie ist komplett durch. Bin auch ziemlich durch, aber... Was will ich mal hier so beschreiben? Heute ist bei mir ein bisschen Großaufnahmetag, auch weil ich noch in einer großen Überraschung arbeite, wobei ich nicht weiß, ob die große Überraschung so schon nicht mehr so groß ist, wenn dieses Video erscheint, weil ich da eigentlich schon...
Weil es sein könnte, dass dieses Video dann schon draußen ist. Jetzt bleibt nur noch das Honigbienenkönigreich. Mit einem blauen Kometen. Was bedeutet ein Wettrennen? Im Anflug auf Schattenkomet. So, überhol den Schatten. Da das erste Rennen in der Form ist, gehe ich mal stark davon aus, dass es relativ einfach ist. Okay, der Stern ist dort hinten am Levelende. Geht eben darum wieder, wer zuerst den Stern erwischt. Taucht mein blauer Kamerad auf. Ja. Auf geht's. So, 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 so. Du kriegst mich nie, du kriegst mich nie. Zumindest wenn ich nicht, wenn ich es nicht verkack wie jetzt gerade. Ich verkack's gerade. Ich verkack's gerade. Es gibt es nicht. Andy verkackt's gerade, aber richtig. Dann probiere ich schon mal was für den nächsten Versuch raus. Okay, das geht. Und er ist noch nicht am Ziel, also von dem her. Aber jetzt müsste es gleich haben. Ja. Oh, sitzt auf meinem Stern. Dreckiger Shift. Noch einmal. So. Huch, ich habe gerade was versucht. Und das war auch ein guter Versuch. Das wollte ich beim ersten Mal gerade schon probieren. Jetzt hat's geklappt und wie gut es geklappt hat. Jetzt habe ich natürlich einen riesen Vorsprung. Den dürfte ich eigentlich nicht mehr hergeben. So. Ich höre den noch irgendwo in der Distanz, aber der müsste meilenweit weg sein. Ui, 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 wow, wow. Und geschafft. Ja. Yeah.